Zum Zweiten, was ist denn tatsächlich der Engpass des Bauträgers und wie kann ich als Makler, wenn ich diesen Engpass löse, dadurch natürlich auch wieder weitere Objekte mir ranholen? Erzähl mal ganz kurz die Situation, die Story, die dahinter steckt. Und die nächste Immolution Podcast Folge heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich Bauträgervertrieb. Und dazu habe ich auch wieder einen spannenden Gast, einen Teilnehmer aus unserem Coaching, der sich mit dem Thema bestens auskennt. Lieber Achim, stell dich kurz vor, du warst ja auch schon mal hier. Ja, hallo Heinz, freut mich, dass ich hier sein kann. Ich bin Achim Dreizler, ich bin Immobilienmakler in Münster und Umgebung von Münster, also Münster, Nordrhein-Westfalen. Und ja, ich habe schon die ein oder anderen Bauträgerprojekte gemacht und kann da, glaube ich, mit meiner Erfahrung einiges dazu beitragen. Genau, also hier geht es jetzt wirklich darum, Thema Bauträger. Bauträger glauben häufig, das Richtige zu tun, tun sie aber häufig eben nicht. Und wir wollen jetzt über einmal ein Projekt sprechen, was du gemacht hast, was du begleitet hast, aber wo du sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes eingewechselt worden bist, weil der Bauträger nicht weiterkam. Kann man das so sagen? Korrekt. Genau. Ja. Und zum Zweiten, was ist denn tatsächlich der Engpass des Bauträgers und wie kann ich als Makler, wenn ich diesen Engpass löse, dadurch natürlich auch wieder weitere Objekte mir ranholen? Mhm. Fangen wir mal beim ersten an, nämlich bei dem Thema Bauträgerprojekt. Der Bauträger kam nicht weiter. Erzähl mal ganz kurz die Situation, die Story, die dahinter steckt. Also die Situation war, das war ein kleineres Bauprojekt, aufgeteilt auf zwei Wohngebäude mit jeweils, mit insgesamt 11 Wohneinheiten und Tiefgaragenstellplätze. Die Bauphase oder während der Bauphase wurde quasi schon mit dem Verkauf gestartet. Also es wurde nicht projektiert verkauft, sondern man konnte eigentlich schon den Interessenten sehr viel zeigen, weil die Bauphase schon sehr weit fortgeschritten war. Aber der verantwortliche Vertrieb hat in der Zeit keine einzige Wohnung verkauft. Keine. Letztendlich war es dann der Bauträger selbst, der proaktiv in seinem Netzwerk dann nach Käufern gesucht hat, aber da auch nur sehr bedingt erfolgreich war und von diesen 11 Wohnungen über mehrere Monate hinweg nur 5 verkauft hatte. Also auch nichts auf die Reihe gebracht hat am Ende, genau. Im Endeffekt. Ne? Was waren denn jetzt die tatsächlichen Probleme aus deiner Sicht? Also die Hausaufgaben fangen meiner Meinung nach ganz vorne an, ne, bevor ein Bauprojekt überhaupt geplant wird, eine Bedarfsanalyse zu erstellen. Also wir als Immobilienmakler sind ja sehr nahe am Markt. Wir kennen die Problematiken, wir kennen die Marktentwicklungen, wir kennen die Preise. Na, und da ist es eigentlich auch Aufgabe des Bauträgers im Vorfeld schon sicherzustellen, kann ich mein Projekt überhaupt verkaufen? Und wie muss ich mit meinen Kosten kalkulieren? Das heißt, es muss eigentlich im Vorfeld eine Bedarfsanalyse gemacht werden. Welche Wohnungen werden denn überhaupt aktuell gebraucht und gesucht? Zu welchem Preis, mit welchen Materialien muss ich meine Kalkulation aufstellen? Muss unbedingt eine Tiefgarage sein, sage ich mal, ne? Weil eine Tiefgarage ist ein sehr großer Kostenpunkt. Lauter solche Dinge, natürlich Energieeinsparverordnung muss man einhalten. Das ist ein ganz großes Thema bei Neubauten. Gerade jetzt, ne? Wenn es um Energiekosten geht, genau, ganz wichtiges Thema. Enorme Auflagen auch, was den Bauträger natürlich aktuell deutlich noch mehr Geld kostet in den Materialien und am Aufwand. Na, und genau, wenn man da unterm Strich eine vernünftige Bedarfsanalyse macht, wo ich ganz genau weiß, okay, 3 Zimmerwohnungen werden in diesem Stadtteil einfach um 50% mehr gesucht als ein Zimmer-Apartment, dann ist ganz klar, wo die Reise hingehen muss. Was der Fokus ist, genau. Also ich erinnere mich noch, es ist cool, was du erzählst. Und man könnte jetzt ja auch als normal denkender, vernünftiger Mensch sagen, ja, da muss man ja selber drauf kommen. Ist aber nicht so. Ne? Es ist nicht so, ja. Weil viele Bauträger verhalten sich tatsächlich ähnlich wie Privatverkäufer. Korrekt. Es ist wirklich so, ja? Verhalten sich wie im Prinzip wie Amateure. Das muss man mal ganz klar zu sagen, weil
Nochmal, jemand, der Bauprofi ist, heißt noch lange nicht, dass er Vertriebsprofi ist. Genau, da muss man die Bauträger auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, genau. Die sind halt fokussiert auf ihr Bauprojekt, sind natürlich mit ihrer Baukalkulation beschäftigt, aber machen sich im Vorfeld relativ wenig Gedanken darüber, was ist denn verkaufbar. Weil die Geschichte hat uns gelehrt, ne, die Preise gehen nach oben, verkauft wird sowieso alles. Und dann kommt das große Erwachen, wenn dann doch nicht alles verkauft wird, weil vielleicht falsch gebaut wurde und der Bedarf nicht genau, vorhanden ist. Und das war ja noch in der Marktphase, ja, wo tatsächlich das Thema Zinsen kein Thema war. Ja. Absolut, ja. Genau, das ist das eine. Und hier muss man auch eine Sache ganz klar, also man kann das ja aus zwei Perspektiven sehen. Einmal aus der Perspektive, hey, ihr Makler da draußen, macht euch wirklich Gedanken, was ist der Mehrwert, den ich einem Bauträger liefern kann. Ja. Ja, und das ist nämlich genau Marktkenntnis, Recherche, Zielgruppe, ne, was wird gebraucht und gewünscht. Das ist ein super Mehrwert. Leider Gottes natürlich einer, den man auch wieder verkaufen muss, weil der Bauträger diese Realität überhaupt nicht hat, weil der diesen Blick gar nicht da hat. Genau wie der Privatverkäufer. Genau. Ach ja, Vertrieb kann ja nicht so schwer sein. Ne? Ist ja, Verkauf ist ja nicht so schwierig. Ne? Ja. Also hier muss man, glaube ich, auch, nicht glaube ich, sondern hier muss man ganz knallhart auch mal auf den Punkt bringen, dass dieses Thema vollkommen unterschätzt wird da draußen. Ja. Gerade auch, wenn Bauträger jetzt zuschauen, genau das Gleiche. Hey, macht ihr euren Job und holt euch Experten, holt euch Profis an die Seite, die das Thema von der Zielgruppenanalyse, Standortanalyse, was ist hier gebraucht und gewünscht, korrekt, konkret vorzubereiten, weil dann erspart ihr euch jede Menge Ärger, weil auch der Bauträger wie der Aufteiler verdient erst mit den letzten Wohnungen finale Grande sein Geld. Korrekt. Ja, also je länger das dauert und da muss man auch, weil auch hier ist ja der Grund wieder Grundlagen. Mhm. Ne, wir haben ja immer unser Thema Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen. Ja. Aber auch die Überheblichkeit, vielleicht schon Arroganz, ne? Arroganz ist ja, wenn man sich für etwas besser hält, ja, wenn man sich intelligenter, schlauer als andere, ne? Das ist eigentlich die Definition von Arroganz im Übrigen. Und wenn man da wirklich so arrogant ist und glaubt, das ist ja alles nicht so schwer und jetzt der Bau ist aber das wirklich Schwere. Ja, auch das ist ja auch nur unter Anführungsstrichen, ne, ein Prozess, ne, nämlich eine Schritt-für-Schritt-Einleitung zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Ne. Man könnte ja auch sagen, ein bisschen Steine aufeinander stapeln, aber auch das ist es ja nicht. Auch das muss man professionell machen. Ja, und es ist nicht mal unbedingt Arroganz. Was ich feststelle, ist da tatsächlich fehlende Daten. Mhm. Der Fokus bei Bauträgern ist tatsächlich rein auf, die haben ja oft den Trouble auch mit den Genehmigungen und so weiter. Ne? Also die sind froh, wenn sie auch einen Bau dann tatsächlich so durchbekommen, dass die Wohnfläche so generiert werden kann, dass entsprechend Umsatz generiert werden kann. Ne? Und dass der Fokus tatsächlich auf den ursprünglichen Hausaufgaben gar nicht so groß sind und die Bedarfsanalyse oft komplett vergessen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, eine Marktwertanalyse, die ich für eine Bestandsimmobilie mache, die kann ich ja tatsächlich auch auf ein Neubauprojekt machen. Und zwar im Vorfeld schon, damit ich schaue, wo geht denn ungefähr auch nachher im Verkauf die Reise hin und ist ein Bauprojekt wirtschaftlich? Ne? Absolut. Ich erinnere mich noch gut an ein Projekt in der Nähe von Bonn aus dem Jahre 2008, 2007, 2008. Ich erinnere mich noch gut, wo es um ein Riesenbaugebiet von, ich glaube, 70.000 Quadratmetern ging, also wirklich riesig groß. Was Größeres, ja. Und da ging es halt darum, da waren Teil Mehrfamilienhäuser, die sozusagen saniert, kernsaniert wurden und Bauplätze. Und in der Analyse stellte ich, weil ich ja die Daten hatte aus der Region, fest, den Preis, den die da aufrufen, weil die wollten erst die Grundstücke verkaufen und dann sozusagen den Werkvertrag zum Bau der Häuser. Und der Grundstückskaufpreis war einfach 50 bis 80 Euro teurer als der Bodenrichtwert. Und das eben in einer ländlichen Region in Nähe bei Bonn, also nicht in Bonn. Und ich habe gesagt, Leute, das wird niemals so gut gehen. Ja,
So, und dann aber kam so ein bisschen dieses, ja, da muss man einfach, da müssen gute Verkäufer ran und so weiter. Aber ich sag, du verkaufst, die Leute, die haben doch Augen im Kopf, ja. Ey, was ist los mit euch, ja? Die Leute sind doch nicht dumm, ja. Klassischer, ne? Fall, ich kann kein Dacia als ein Porsche verkaufen. Das ist doch totaler Bullshit, nicht. Ja. So, und jetzt, pass auf, das Ergebnis war, dieses Projekt ist, ich glaube, durch 3 verschiedene Hände gegangen. Mhm. Und am Ende sind dann die Grundstücke verkauft worden zu den Preisen, die ich Jahre zuvor gesagt habe. Hm. So, und ist das nicht, muss man sich mal. Tatsächlich, ja, das ist nicht ungewöhnlich. Also dumm in Abwesenheit von Wissen, ja, komplette am Dummheit. Am Ende ist immer der Verkäufer schuld. Ja, ja? Klar, der Makler, ja, ist schuld, der Verkäufer. Genau. Also Leute, da muss man auch wirklich mal seine Sinne beisammen haben und genau hinschauen, weil es ist halt zu spät, wenn man etwas gekauft hat, dann anzufangen, sich die Frage zu stellen, wie verkaufen wir es denn? Hm. Also ich frage mich vorher, und jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, Achim, da haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen, ist, ich als Makler mache mir schon im Vorfeld Gedanken darüber, wenn ich an ein glorreiches Wunschstück für einen Bauträger komme, mache ich mir schon Gedanken darüber, was geht hier? Was sind, genau, die Möglichkeiten? Und erkläre dem Bauträger dann schon mal zumindest mal in einer Rohfassung, was hier wirklich geht, was hier machbar ist an der Stelle. Genau, da sprichst du einen guten Punkt an. Und ich glaube, das ist auch so die Grundhausaufgabe, was von vielen Maklern bei Grundstücken gar nicht geleistet wird. Wenn ich doch schon im Vorfeld für den Bauträger in Vorleistung gehen kann, ich spreche mal zumindest mal einmal mit dem Bauamt, ich schaue mir mal, gibt es einen Bebauungsplan oder nicht, ne? Ich schaue mir das Baufenster an, dann habe ich schon eine grobe Einschätzung, wo man auch landen kann nachher zumindest von der möglich generierbaren Wohnfläche. Absolut. Und die Wohnfläche ist immer natürlich Wohnfläche mal Quadratmeterpreis, nachher auch total entscheidend natürlich für den Umsatz, den man generieren kann. Und man kann als Makler tatsächlich in dem Fall zu den Bauträgern oder zu den Bauträgern, es sind ja meistens mehrere, denen man dann das Grundstück anbietet, Vertrauen aufbauen, indem man einfach mal Baulastenauszug, Altlastenauszug. Perfekt, genau, ja. Flächenmaße etc. Ne? Vielleicht schon mal ein Vermesser mit einschalten, nochmal abmessen lassen. Gibt es irgendwelche Überbauungen im Nachbarbereich oder ähnliches? Also ein Makler kann mit seinem Wissen eigentlich schon sehr viel Vorarbeit leisten, wo dann viele Bauträger schon echt überrascht sind. Ne? Wo man dann auch nachher, wenn es dann um den Verkauf des Neubauprojektes geht, auch schon punkten und argumentieren kann. Exakt, also hier geht's, also ich nenne das immer Potenzialanalyse, ne? Ja, genau. Also ne, bei einem Bestandsimmobilien wäre es die Zielgruppenanalyse, ne? Ja. Hier ist es eine Potenzialanalyse, also Zielgruppen und dann die Potenzialanalyse. Was kann ich wirklich tun? Was kann, genau, ich wirklich machen? Ja, also absolut richtig. Und das ist ein riesen Mehrwert für einen Bauträger, dass er eine Ersteinschätzung hat, eine, ja, erste Markteinschätzung hat, die natürlich auch auf validen Daten basiert. Genau. So, okay, haben wir das jetzt mal soweit erledigt? Dann wird es auch viel, viel leichter für den Bauträger eine Entscheidung zu treffen, weil er macht dann nochmal seine eigene Rechnung. Ja. Aber jetzt hat er schon mal die ersten Daten, er braucht die nicht recherchieren. Macht super viel Sinn. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt der Deal zustande, ne, man macht das jetzt. So, und jetzt ist ja der Mehrwert, wie packe ich als Makler auf Champions League Niveau, wie packe ich das jetzt an? Und was nehme ich auch einem Bauträger vor allen Dingen aus der Hand, ist vielleicht das falsche Wording, sondern wobei, was kann ich ihm abnehmen, wobei kann ich ihn unterstützen? Weil nochmal, Vertrieb ist ja im Prinzip nur noch das, wenn man so will, zur Verfügung stellen der Leistung. Mhm. Das, worum es ja hier geht, gerade im Bauträgervertrieb, ist ja Marketing extrem wichtig. Ja. Und da wollen wir nochmal ganz kurz zurückgreifen, weil ich erinnere mich noch an ein Telefonat. Du hattest damals bei dem Objekt, ist ja noch gar nicht so lange her, aber du hattest die ersten Wohnungen direkt, hast du ein bisschen was verkauft, ja, und dann kam das so ein bisschen in Stocken. Ja. Du erinnerst dich, ja? Ja? Und da haben wir beide miteinander gesprochen. Erzähl doch mal, wie war denn diese Reise? Was ist da genau passiert? Und wie lange hast du denn überhaupt gebraucht, jetzt dann final, um dieses Objekt zu closen? Ja, also grundsätzlich war da schon mal relativ schnell ersichtlich, dass so grundlegende Dinge gefehlt haben, ne? Einfach
gerade bei einem Neubauprojekt, wo man noch nicht wirklich, man kann vielleicht auf den Bau schon reingehen in den meisten Fällen, schon grob Dinge zeigen, aber dass man wirklich auch Visualisierung erstellt, das war nicht vorhanden. Der Käufer muss ein Gefühl dafür haben, ob er sich in diesen Räumen wohlfühlen kann. Das heißt, Visualisierung, auch da wirklich umfangreiches Exposé mit den Ausstattungsmerkmalen, Tiefgaragen, Stellplätze, ja, nein, welche Materialien bietet der Bauträger nachher im Innenausbau an und so weiter. Also das gehört alles in ein Exposé rein und da kann man auch schon ganz viel falsch machen, indem man einfach zu wenig Daten liefert und damit die Kaufinteressenten gar nicht abholt. Ja klar, weil die brauchen ja auch Daten, ja, die genau. Wollen ja genau wissen, was Sache ist. Ne? Das geht ja bis hin, wenn es wirklich 1A gemacht wird, die Visualisierung ist ja das, was Bauträger heute teilweise schon auf dem Schirm haben, aber dann geht es ja darum, wer ist der richtige Partner, wer ist die richtige Firma für die Visualisierung. Dann geht es aber auch das Thema Möblierung, ja, so nach dem Motto Rohbauzustand, fertiger Zustand. Ja, gibt's eine Wohnung, gibt's eine Musterwohnung, gegebenenfalls Einrichtung der Musterwohnung. Dann haben wir das nächste, du hast gerade gesagt, wirklich ein 1A tippitoppi Exposé. Absolut, ja. Tolle Grundrisse, nicht so die Bauträger-Grundrisse, sondern tippitoppi Grundrisse. So Webseite, das geht ja, ne, das geht ja eins zum anderen und das ist einfach nicht die Aufgabe eines Bauträgers. Punkt aus Ende. Was die auch teilweise gar nicht leisten können, weil sie rein in ihrem Team meistens technisch, bautechnisch orientierte Mitarbeiter haben. Und dann kommt vielleicht noch ein externer Architekt dazu und noch ein Energieberater oder vielleicht noch ein Statiker. Ne, und dann war es das meistens so. Und wenn der Architekt nicht auch noch Visualisierung liefern kann, dann hört hier quasi die Vorbereitung für den Vertrieb schon auf. Und da können wir ansetzen, indem man eben in dem Vorfeld schon ins Gespräch geht, was alles vorhanden ist und was wir dann als Makler dem Bauträger bieten können. Über das normale, sage ich mal, Datenerfassen der einzelnen Wohneinheiten drüber hinaus, nämlich auch direkt mit dem Architekten sprechen, mit dem am besten dem Verantwortlichen des Bauträgers zusammenarbeiten, auch mit den Handwerkern selbst, sei es Fliesenleger, sonst was, einfach, dass wir die Daten für das Bauprojekt so aufbereiten können, dass in diesem Exposé der Kaufinteressent vollumfänglich informiert wird, was kann ich mir für Fliesen auswählen, was für Möglichkeiten habe ich in den Bodenbelägen, in den Schlaf- und Wohnräumen etc.? Ist die Küche vielleicht schon mit eingebaut? Ja oder nein? Kann ich mir eine Küche selbst mitbringen? Ist Fußbodenheizung verbaut? Also die ganze Ausstattung, das muss wirklich sauber dokumentiert sein. Genau, Baubeschreibung etc. pp. Ne? Genau. So, wie lange hast du denn jetzt für dieses Objekt, wo der Bauträger sich fast die Zähne ausgebissen hätte oder eigentlich die Zähne ausgebissen hat, wie lange hast du denn jetzt gebraucht, um es zu verkaufen? Unterm Strich nachher 2 Monate. 2 Monate. Das war alles vom Tisch. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie lange haben die gebraucht, um überhaupt da ein bisschen was zu Also das lief schon knapp über ein Jahr. Also ja, es war so ein Jahr und vielleicht, also nicht ganz einen Monat noch, also ich sag mal 13 Monate, ne, seitdem das Projekt in der Planung war, weil auch projektiert wurde der Bauträger nicht abgeholt, dass man da schon mit dem Verkauf starten kann, was nachher auch für die Baufinanzierung eine erhebliche Sicherheit darstellt. Wenn ich vielleicht schon in der Projektierungsphase schon 1-2 Wohnungen verkaufen kann von 11, ist das auf jeden Fall eine finanzielle Sicherheit. Ne? War das jetzt irgendwie so ein Wald- und Wiesenmakler, den jetzt der Bauträger da hatte? Oder? Nein, gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich will da gar nicht irgendwie über einen Kollegen sprechen. Es wurde einfach der falsche Ansatz gewählt. Ich glaube einfach, dass da die Erfahrung und das Wissen gefehlt hat, wie man projektiert bzw. Neubau vernünftig verkauft. Es war ein etablierter Makler mit mehreren Standorten in und um Münster. Und da war ich schon verwundert, dass da das Wissen gar nicht da war. Aber das Kerngeschäft, muss man auch sagen, war Vermietung und Bestandsverkauf in diesem Maklerbüro. Aber dann muss man sich die Finger davon lassen, wenn man keine Ahnung hat. Genau, richtig. Na, dann verpiss dich und lass die Finger davon, wenn du keine Ahnung hast. Ne? Ja. So, das ist auch eine Frage, das ist auch Verantwortung, dass man sagt, pass auf, ich kann das einfach nicht, da hole ich mir lieber einen Experten dazu oder sonst irgendwas, weil hier wird Vermögen verbrannt, hier wird ja Geld verbrannt, wenn was nicht funktioniert. 2 Monate hast du gebraucht. Wir haben natürlich auch einen geilen Marketingplan. Ja. Hast du da abgefahren, ne? Also definitiv. So, und dadurch ist aber jetzt auch wieder was passiert, weil du hast ja dem Bauträger wirklich einmal gezeigt, was ein anständiger
Makler mit Wow-Faktor so zustande bringt. Und ja, da ist ja was draus entstanden, glaube ich, ne, von der Zusammenarbeit her. Genau, also ich habe mittlerweile tatsächlich durch dieses Projekt auch, das nimmt man ja dann auch wahr, ne, es gab dann im Vorfeld auch noch zwei kleinere, also ein 6-Familien- und ein 8-Familienhaus, was man auch in Münster wahrgenommen hat. Ist einfach der Hintergrund jetzt so, dass tatsächlich ich danach angesprochen wurde, ob ich das nächste Bauprojekt nicht von Anfang an mal prüfen könnte, mal das Grundstück mir anschauen könnte und mal eine Bedarfsanalyse machen. Weil Grundproblem tatsächlich war neben der fehlenden Aufarbeitung des Bauprojektes, also wo die Schwierigkeiten entstanden sind im Verkauf, dass eben nicht geschaut wurde, was ist hier wirklich gewünscht. Das war kein großer Aufwand. Ne? Ich habe mich da hingesetzt, habe mir die Wohnung angeschaut, habe mal geschaut, was suchen denn die Leute in dieser Region? Ne? Und da habe ich einfach gemerkt, dass der Bauträger eigentlich am Markt vorbeigebaut hat. Da entstanden Einzimmer-Apartments und kleine Zweizimmer-Apartments, aber der Großanteil der Suchanfragen in diesem Gebiet war eben bei 2,5- und 3-Zimmer-Wohnungen. Viele Ältere haben dort ihr Haus verkauft und brauchten jetzt einfach für den Alterswohnsitz eine 2-3-Zimmer-Wohnung. Mhm. Na, die wollen eben, wenn die ein Haus verkaufen, die wollen nicht in einer Ein-Zimmer-Bude wohnen. Ne? Ja. Da sollten schon 3 Zimmer da sein und da ist auch das Geld da, dass man eben 3-Zimmer-Wohnungen auch kaufen kann. Es wäre also kein Problem gewesen, hier großzügiger zu bauen, weil auch wenn die Wohnungen dadurch teurer werden, hätte man sie super verkauft können. Ja, perfekt. Ja. Und mit diesem Bauträger, habe ich das richtig verstanden, mit diesem Bauträger, da geht jetzt was, da kommt jetzt was oder mit einem anderen Bauträger oder wie, erzähl mal, wie geht's jetzt weiter? Genau, also ich habe jetzt insgesamt tatsächlich 5 Bauträger an der Hand inzwischen, mit denen ich immer wieder engeren Kontakt habe, die auch von mir exklusiv immer neue Grundstücksangebote bekommen. Und klar, der eine spezialisiert sich vielleicht mehr auf Mehrfamilienhausbau, der andere macht gern Doppelhäuser und Einfamilienhäuser und entwickelt da gerne vielleicht größere Baugrundstücke, ne, wo man dann eben ein kleines Einfamilienhausbebauungsgrundstück Baugebiet draus entwickeln kann. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ja, und deswegen habe ich gerne nicht nur einen an der Hand, sondern ja, eben, wo man auch schauen kann, welches Grundstück passt zu welchem Bauträger. Und ja, das sind gute Partnerschaften daraus entstanden jetzt. Und das nächste Projekt jetzt, ist das jetzt mit dem, wo du damals die Wohnungen verkauft hast? Was steht als nächstes bei dir an? Als nächstes steht an, das war jetzt nicht diese Rettungsaktion, aber mit einem anderen Bauträger, wo ich jetzt in der Umgebung von Münster schon mal ein 16-Familienhaus entwickelt hatte. Da haben auch wir quasi das Grundstück besorgt. Mhm. Da hatten wir 8 Wohnungen davon verkauft, weil das war jetzt geteilt für die finanzierende Bank und wir haben eben den anderen Anteil geliefert im Verkauf und daraus haben wir jetzt wieder ein neues Projekt generieren können in Münster-Rooxel, wo jetzt bald 14 Wohnungen verkauft werden. Aber das ist ein Projekt, was du komplett alleine machst? Ja, komplett. Ne? Immerhin, ne? Also 14 Wohnungen direkt zum Kickoff 2023. Ja. Macht doch auch Spaß, oder? Das macht Spaß. Ne, weil das ist halt schon das Coole, weil das natürlich auch schon einfach eine schöne Grundlage ist, ne, wenn man da so mehrere Bauträger hat, mal so übers Jahr verteilt, ne? Oder selbst wenn es nur ein Projekt ist im Jahr, was man durch so einen Bauträger hat, mit einem guten Deal, ja, und dann ist es auch ein Leben und Leben lassen, weil der Bauträger erkennt ja auch, hey, ich habe einen Makler am Start, der wirklich was für mich tut, ja. Ja. Und ich, dann gibt es auch keine Diskussion, oder? Nein. Mit der Provision. Nein. Ne, das ist der Unterschied. Ja, ne? Genau, beide haben ja einen Mehrwert davon. Bekommt von mir immer wieder neue Grundstücke, auch wenn das vielleicht nicht immer passend ist, aber ich habe ihn immer als guten Partner, ne, auf dem Schirm und er bekommt von mir immer neue Angebote und wenn wir dann auch gemeinsam was entwickeln können, wie jetzt, das ist natürlich ein tolles Projekt, gleich 14 Wohnungen plus Tiefgaragenstellplätze. Ne, also es wird auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß. Eine gute Party. Ne, und man muss auch wirklich sagen, auch als Makler, wenn man jetzt mal zwischendurch nicht nur Bestandsimmobilien hat, sondern auch mit daran beteiligt ist, was Neues entstehen zu lassen. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen daraus erwachsen ja mit Sicherheit oder rekrutieren sich ja auch noch weitere schöne andere Immobiliendeals, ja, weil natürlich vielleicht der ein oder andere auch was verkaufen will, der dort kaufen möchte. Genau. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Ja. Sehr, sehr cool. Und in diesem Sinne, eine Sache, lasst uns die bitte noch festhalten, nämlich Punkt Nummer 1. Also ganz wichtig, bietet den Bauträgern Mehrwert, können wir festhalten, ja? Mehrwert,
das, was der Bauträger so nicht auf dem Schirm hat, dann wirklich einen ganz klar strukturierten Marketingplan. Hey Bauträger, das nehme ich dir wirklich ab, ja, an Arbeit. Genau. Ich baue das wirklich tippitoppi auf, 1A und wirklich cool. Besorgt den Bauträgern fähige Grundstücke, kalkuliert die Potenzialanalyse im Vorfeld, damit der Bauträger direkt weiß, was geht, beweisen, dass du eben mit Bauamt XYZ schon mal vorbereitet hast, genau, so die groben wichtigen Eckdaten, damit der genau weiß, wo die Reise hingeht, weil dann geht's halt alles viel, viel schneller und dann hast du natürlich auch den Folgedeal, nämlich den Verkauf, den Vertrieb der Objekte im Sack. Und so sieht es ja auch hier aus. Und überraschenderweise allein die drei Punkte. Man kann eine Altlasten, einen Altlastenauszug vorlegen, Baulastenauszug und man hat schon mal mit dem Bauamt telefoniert. Das sind drei Punkte, die kein Bauträger erwartet von einem Makler. Exakt. Ja. Ist wirklich so. Genau. Und dann ist schon, wow, super, coole Arbeit, gut Job gemacht. Genau. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann einfach mal einen Kommentar unten reinsetzen oder runterschreiben. Und genau jetzt, damit du nichts mehr verpasst, ist der Zeitpunkt, diesen Kanal hier zu abonnieren. Es wird langsam Zeit, dass du diesen Kanal hier abonnierst und vor allen Dingen ein Like unter dieses Video hier setzt. Und uns auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok und wo auch immer folgst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und wenn auch du im Bauträgervertrieb besser werden willst oder überhaupt generell Bock auf das Thema Bauträgervertrieb hast und dein Unternehmen als Makler aufs nächste Level bringen willst, auch dann habe ich einen guten Tipp für dich, nämlich hier unter diesem Video in der Infobox kannst du auf den Link klicken, nämlich auf unserer Webseite ein kostenfreies Strategiegespräch vereinbaren und wir zeigen dir, wie es geht, dass du auf das nächste Level kommst. In diesem Sinne, alles Gute.